Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 10. Dezember. Und auf dem Titel gibt es eine dpa-Meldung. Russland für 4 Jahre gesperrt. Lausanne. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat Russland für 4 Jahre gesperrt. Das WADA-Exekutivkomitee bestätigte in Lausanne die Empfehlung der unabhängigen Prüfungskommission CRC und suspendierte die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA bis 2023. Athleten des Landes dürfen in diesem Zeitraum nicht unter der russischen Fahne, sondern nur als neutrale Sportler starten, die nicht in den Staatsdoping-Skandal verwickelt gewesen sind. Dies gilt etwa für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio und 2022 in Peking. Athleten des Landes dürfen in diesem Zeitraum nicht unter der russischen Fahne, sondern nur als neutrale Sportler starten, die nicht in den Staatsdoping-Skandal verwickelt gewesen sind. Finde ich, ist eine ziemlich unklare Formulierung. So, und damit bin ich schon raus. Tschüss.